Rebecca, Jean-Claude Juncker hat euch Parlamentariern seine neue EU-Kommission vorgestellt, wen er da drin haben will. Wie ist dein erster Eindruck? Das, was Juncker vorhat, das finde ich im Prinzip gut. Also, dass er durch eine bessere innere Organisation, mehr Koordination versucht, die Position der Europäischen Kommission gegenüber Rat und Regierungen der Mitgliedstaaten zu stärken, dafür hat er meine Unterstützung. Warum ist das so wichtig? Ja, weil wir als Europäer, als Europapolitiker permanent darunter gelitten haben, dass es einen Mangel an Koordination gab, einen Mangel an Abstimmung gab. Und das führt zu schlechter Gesetzgebung aus Brüssel. Das führt aber auch zu einer Schwäche Brüssels gegenüber den Mitgliedstaaten. Aber viele Bürger finden das ja eigentlich ganz schön, dass Brüssel nicht so stark ist. Also ich glaube, dass Europäer ein Interesse daran haben, dass in Brüssel besser gearbeitet wird. Und 28 Kommissare, ja, das muss man sich klar machen, 28 Kommissare, das ist echt viel. Und wir haben nicht Regierungen mit 28 Ministern, das könnte sich doch gar keiner vorstellen. Reden wir aber jetzt auch noch mal über ein paar Nasen. Wer ist da für euch Grüne inakzeptabel? Also bei den Namen und der Präsentation der Zuständigkeiten der neuen Kommissare, da habe ich schon auch geschluckt. Ja? Also es gibt echte Provokationen, politische Provokationen. Es gibt Vorschläge, da denkt man, das ist ein schlechter Witz. Ja? Für uns Grüne wird es bei zwei Namen heftig hergehen in den Anhörungen. Das ist einerseits Lord Hill, den wir für die Finanzmarktregulierung wirklich nicht den richtigen Mann finden. Man denke an die City of London. Man denke auch daran, dass Jean-Claude Juncker zu Hause ja auch noch eine Steueroase und einen großen Regulierungsbedarf hat. Der Spanier Cañete ist aufgefallen als arroganter Macho, der mit Frauen offensichtlich Probleme hat, der Probleme hat, Frauen ernst zu nehmen. Und er ist als Mann, der aus dem Ölgeschäft kommt, ist er jetzt plötzlich zuständig für Klimaschutz und Energie. Unter uns wird er nur Commissioner for Oil schon genannt. Es wird eine bestimmt spannende Anhörung. Die Fraktion der Grünen ist sehr klein im Europäischen Parlament. Hast du überhaupt Hoffnung, dass ihr da mit eurer Kritik durchkommt und vielleicht auch bei den anderen Fraktionen dann Unterstützung bekommt? Die anderen Fraktionen, die machen im Moment auch bei einigen dieser Männer und Frauen dicke Backen. Was daraus wird, werden wir sehen. Also ich habe das schon oft erlebt, dass die Deals ja zwischen den großen politischen Familien so fest waren, dass Kollegen von uns aus dem Europäischen Parlament, aus den großen Fraktionen, in diesem Fall trifft es aber auch die Liberalen, dass die sich vor den Auseinandersetzungen aufgeplustert haben, aber dass dann eben doch die Bindung an Deals, die zwischen den Parteifamilien gemacht worden sind, stärker war als der Wunsch nach kritischer Auseinandersetzung und Veränderung. Wir werden sehen. Herzlichen Dank.